Bahn ist cool! In der wunderschönen Drei-Flüsse-Stadt Passau starteten wir unseren ersten Radurlaub auf dem Donauradweg von Passau nach Wien. Prächtige Bauwerke inklusive Dom, kleine Gassen und die Donaupromenade prägten die niederbayerische Stadt. Die erste Etappe des ältesten Fernradweges Europas führte uns die Donau entlang nach Schlögen. Ein kurzer Aufstieg zum Aussichtspunkt Schlögener Schlinge wurde mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Windungen der Donau belohnt. Weiter ging unsere Radtour durch spärlich besiedeltes Gebiet nach Linz. Oberösterreichs Landeshauptstadt war 2009 Kulturhauptstadt Europas. Das sieht man. Der fein herausgeputzte Hauptplatz, der Pöstlingberg, das neue Musiktheater und vor allem der abendliche Blick vom Schlossberg auf die beleuchteten Museen Lentos und Ars Electronica Center. Die Radreiseprofis vor Ort von Donautouristik haben nicht zu viel versprochen. Ich habe den Donauradweg gewählt, weil ich die Natur liebe und weil ich immer auf Fotofang aus bin. Jeden schönen Ausblick muss ich im Bild festhalten. Die UNESCO-Weltkulturerbe-Region Wachau war die Krönung unserer Radtour. Schöner als erhofft war das auf einer Anhöhe thronende barocke Stift Melk. Nach dem Besuch radelten wir durch einen 40 Kilometer langen Abschnitt mit viel Natur und durch Weinbauorte wie Spitz an der Donau. Gemütliche Gasthäuser mit Blick auf die Donau luden ein. Wir erfreuten uns an einem Glas grüner Veltliner, an Wiener Schnitzel und Sachertorte. Einfach herrlich. Der Reiseprospekt hatte nicht zu viel versprochen. Es war sehr entspannend, einen Abschnitt unserer Reise vom Sonnendeck des Ausflugschiffs MS Kaiserin Elisabeth von der Donautouristik zu erleben. Hier vor dem Weinbauort Dürnstein mit historischem Ortskern und der berühmten Blauen Kirche. Wir machen sehr, sehr gerne Radtouren und der Radweg ist eben sehr schön, weil er eben am Wasser entlang geht und nie langweilig wird. Die Zeit verstrich und wir kamen in die Bundeshauptstadt Wien. Wir fühlten uns in vergangene Zeiten zurückversetzt. Historische Bauten aus der Kaiserzeit, wie das Schloss Schönbrunn mit Prunkräumen der Habsburger, im Stadtzentrum die Fiaker, die Hofburg am Heldenplatz oder der Stephansdom, das Wahrzeichen von Wien. So schön kann ein Radurlaub sein. Wir mussten nur in die Pedale treten, Natur und Sehenswürdigkeiten auf uns wirken lassen. Alles andere wurde von Donautouristik organisiert. Erstklassige Hotels, Koffertransport, Kartenmaterial und Rücktransport zum Ausgangsort Passau. Wir sehen uns wieder.